Wir sind mit einer unsichtbaren Bedrohung konfrontiert, die uns in Angst und Schrecken versetzt hat. Wir fürchten um unser Leben, obwohl sie unsichtbar ist, subhanallah. Einer der Momente, in denen der Mensch seine eigene Schwäche begreift, ist, wenn er krank ist. Die körperliche und geistige Auswirkung einer jeden Krankheit wirkt sich unterschiedlich aus. Sie alle sind jedoch Beweise für Allahs Existenz. Ein Virus, der mit bloßem Auge nicht gesehen werden kann, welcher den Menschen so dermaßen seine Schwäche aufzeigt, muss einen Schöpfer und Lenker haben. Eine Mikrobe, welche in den Körper eindringt, kaum diagnostiziert werden kann, gehört zu den klaren Beweisen der Allmacht Allahs. Die Forschungen und Bemühungen von Wissenschaftlern zur Beseitigung eines winzigen Virus zeigen Allahs Perfektion auf. Es ist Allah subhanahu wa ta'ala, der diesen Virus erschaffen hat, und Allah ist es, der ihn wieder entfernen kann. Selbst wenn alle Ärzte der Welt mit den neuesten Geräten und den wirksamsten Medikamenten zusammenkommen, erst wenn Allah subhanahu wa ta'ala es will, wird die Krankheit geheilt werden, indem er die Behandlung als Mittel akzeptiert. Der Mensch bemüht sich, doch Allah entscheidet. Wir leben in einem Ausnahmezustand. Die Welt hat Angst. Heute betrifft es die gesamte Welt. Heute hat der Westen genauso Angst wie der Osten. Diesmal hat es nicht nur die Armen getroffen, sondern auch die Reichen. Auch sie fürchten heute um ihr Leben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und gewiss werden wir euch prüfen durch etwas Angst, Hunger und Minderung an Besitz, Menschenleben und Früchten. Doch verkünde den Standhaften eine frohe Botschaft. Die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen: Wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Auf diese lässt ihr Herr Segnungen und Barmherzigkeit herab, und diese werden rechtgeleitet sein. Standhaftigkeit, Durchhaltevermögen und Tawakkul sind jetzt gefragt. Standhaftigkeit wegen der totalen Umgestaltung unseres Lebens. Durchhaltevermögen wegen der Angst und Panik. Tawakkul, Gottvertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala, weil er der Einzige ist, der uns beschützen kann. Wir müssen unseren Teil dazu beitragen, unsere Vorkehrungen treffen. Wir waschen unsere Hände und gehen auf soziale Distanz. Aber wir sollten uns nicht täuschen lassen. Es sind nicht unsere Bemühungen oder unsere Handlungen, die uns vor dem Virus schützen. Tausende Infizierte haben das Coronavirus überlebt. Wer hat diesen Menschen die Gesundheit wiedergeschenkt? Der Einzige, der heilt, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Von zu Hause zur Arbeit, wieder nach Hause, dann in die Social Media. Das war der Alltag von Milliarden von Menschen. Es hat uns wachgerüttelt. Diese unsichtbare Bedrohung erinnert uns an unsere eigene Sterblichkeit. Dieses Virus hat Ungewissheit und Verzweiflung hervorgebracht. Niemand weiß, wie es weitergeht. Die Menschen haben Angst um ihr Geld, um ihre Arbeit und Familien. Eine winzige, unsichtbare Kreation hat Weltmächte und große Konzerne in die Knie gezwungen. Allah machte, dass die Welt stillsteht. Und genau das ist es. Allahu Akbar. Es gibt nichts, was größer ist als Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist größer als unsere Angst, größer als unsere Pläne, größer als alle Könige und Herrscher, mächtiger als jede Waffe und jede Armee. Er subhanahu wa ta'ala hat Waffen, die wir nicht sehen, und doch hat es jeden zum Schweigen gebracht. Dieses Virus ist eine Erinnerung an die Allmächtigkeit Allahs, wie er Weltmächte mit etwas Unsichtbarem in die Knie gezwungen hat. Diese Krankheit hat uns gezeigt, dass wir all die Gaben, die wir für selbstverständlich gehalten haben, von heute auf morgen verlieren können. Dieses Virus ist eine Erinnerung, dass uns wahrlich nur Allah subhanahu wa ta'ala bestrafen und beschützen kann. Und die einzige Zuflucht zu ihm selbst ist.